Wie soll ich ihn denn eurer Meinung nach nennen? Frederik? Gut, ich schätze, es gibt tatsächlich Schlimmeren. Hätten wir jetzt mal mit den anderen reden können? Ich nehme einfach mal an, dass in eurem Mund irgendetwas gestorben ist. Eine Geschichte. Hören? Zwergenreifen. Diese Kinder machen die voll fertig. Warum du mich töten wolltest? Ja, mach du den Bürger kaputt. Das ist in Ordnung. Ich bin vollkommen zufrieden. Warum mich? Warum mich? Ach, das war so klar. Spidey, gib alles. Rette mich. Ach, das ist so ein Genlock, der leuchtet. Ich kann schon wieder aufsteigen? Wie geil ist das denn? Das ist ein Drache. Was macht der denn hier? Ich verstehe meine Maus wieder nicht. Oh, Spidey rettet mich jedes Mal, ey. Jetzt aber ohne Scheiß, was macht der Drache hier? Lass mal die dunkle Pute. Ganz schön viel Blut.
Wie soll man den denn besiegen? Ogren, nimm ihn! Man kann den überhaupt nicht besiegen. Ich zeige euch, warum Magier so gefürchtet sind. Das war ich. Oh Gott. Meine Zauber sind bereit. Ogren, könntest du mal vielleicht. So schnell es mir möglich ist. Braucht er denn noch? Er braucht ja nicht mehr viel. Ich werde dich vernichten. Ja, so ist es richtig. Kann man den ausrauben? Oh, es tut mir voll leid. Und ein Selfie. Nein. Spaß beiseite. Ich glaube, wir müssen hier rein. Reizend. Was hat der Drache da gesucht, ey? Oh. Was haben wir denn da? Ein Kristall. Ich kann Spidey gerade nicht rufen. Spidey nicht da ist. Wieder so ein Vieh. Das ist doch schon langsam nicht mehr fair.
Ups. Falscher Weg. Sau gefährlich. Sollten sie mal ein Geländer hinmachen. Schon wieder gespeichert. Warum ist das denn so oft? Und so begegnen wir uns wieder. Nein, Uther, so darf es nicht beginnen. Ich muss mich bei euch entschuldigen, Kommandantin. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, wollte ich mich euch erklären. Das Schicksal hat es jedoch verhindert. Ihr habt Experimente an mir durchgeführt. Ich hatte euch nur festgehalten, um zu verhindern, dass es zu einem ähnlichen Missverständnis wie mit dem Rest eures Ordens kommt. Die Art von Missverständnis, bei dem es am Ende Unmengen von Leichen gibt. Ja, das kenne ich. Der Verzehrte hatte den Auftrag, die grauen Wächter um Hilfe zu bitten. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass ihr unsere Kontaktaufnahme als Angriff deuten könntet. Es fällt mir schwer, richtig einzuschätzen, wie eure Art reagiert. Das Ergebnis war äußerst bedauerlich. Bedauerlich? Ihr habt diese Männer verschleppt und sie ausbluten lassen. Die grauen Wächter, die zu mir gebracht wurden, waren bereits tot. Ich habe ihr Blut ebenso wie das eure nur genommen, weil ich keine andere Wahl hatte. Die Dinge haben sich anders entwickelt, als ich es geplant hatte. Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich anhört. Solltet ihr mich auch danach noch erschlagen wollen, könnt ihr es natürlich versuchen. Also gut, ich werde euch anhören. Meine Art wird seit jeher dazu getrieben, nach den alten Göttern zu suchen. Das ist einfach unsere Natur. Und wenn wir einen von ihnen finden, beginnt eine Verderbnis. Ja. Jedes Mal greifen wir eure Länder an der Oberfläche an und jedes Mal leistet ihr uns so lange Widerstand, bis wir vernichtet sind. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen meine Brüder von ihrem Zwang befreit werden. Und dafür brauche ich das Blut der grauen Wächter. Warum braucht ihr das Blut der Wächter? Ihr trinkt das Blut meiner Art, um zu dem zu werden, was ihr jetzt seid. Ja. Um euch zu verwandeln. Mhm. Und wir müssen uns auf die gleiche Weise verwandeln. Ich habe eine Variante eures Beitritts entwickelt, bei der wir das Blut der grauen Wächter verwenden. Ihr nehmt unsere Verderbtheit in euch auf und wir benötigen eure Widerstandsfähigkeit. Auf diese Weise werden meine Brüder frei sein. Der Schlüssel, um dem Ruf der alten Götter widerstehen zu können, liegt in eurem Blut. Ich mag mein Blut genau da, wo es ist, in meinen Adern. Hä? Ist das jetzt ein Bug? Einige neue Exemplare sind wirklich intelligent, andere sind wahnsinnig. Sobald sie frei sind, denken meine Brüder selbstständig. Sie sprechen und handeln, wie sie es für richtig halten. Leider wissen nicht alle, mit diesem Geschenk auch umzugehen. Sie sind fehlerhaft und lehnen sich gegen mich auf. Die Mutter schart sie um sich, um mich aufzuhalten, so wie sie auch euch aufzuhalten versucht. Allein kann ich die Mutter nicht besiegen. Und solange sie existiert, kann ich die dunkle Brut nicht befreien. Ihr und ich, wir verfolgen dasselbe Ziel. Ob dunkle Brut oder nicht, seine Argumente sind schlüssig. Wollen wir uns denn wirklich bis in alle Ewigkeit gegenseitig umbringen? Helft mir, die Mutter auszulöschen. Sobald dies geschehen ist, werde ich von hier fortgehen, um meine Arbeit fortzusetzen. Was genau ist diese Mutter? Sie ist die unvollkommenste meiner Schöpfungen. Die Freiheit hat sie in den Wahnsinn getrieben und sie hat die Gedanken der anderen vergiftet. Sie hat großen Einfluss auf diejenigen, die nicht befreit wurden, und schart sie als ihre Armee um sich. Ich strebe nicht nach Herrschaft über meine Brüder. Ich will sie einzig und allein von ihren Ketten befreien. Wie wurdet ihr befreit?
Ich wurde geboren, wie ich jetzt bin, als Außenseiter meiner Art. Warum dies geschehen ist, weiß ich nicht. Warum werden einige von eurer Art zu grauen Wächtern? Warum verfügen andere über Magie? Ich kenne die Antworten nicht. Also ist er doch keiner der Magister, oder wie? Oder weiß er das vielleicht einfach nur nicht mehr, dass er einer von denen war? In Ordnung, ihr habt eine Verbündete gefunden. Was ist, wenn er sich irrt? Was ist, wenn das die Verderbnis nicht aufhält, sondern auch etwas viel Schlimmeres bewirkt? Soll mir recht sein, wenn wir damit spielen. Hauptsache, ihr neu entdeckter Verstand hält die dunkle Brut von Osama fern. Mir ist bewusst, wie schwer es euch fallen muss, mir dieses Vertrauen entgegenzubringen. Ich hoffe, ich kann mich dessen würdig erweisen. Bis zur Mutter ist es nicht mehr weit, Wächter. Aber ich kann sie nicht selbst angreifen. Ihre Kinder beschützen sie vor meiner Macht. Wenn ihr sie allerdings erreicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Ihr habt mein Wort. Gar nicht. Ach, das war doch so klar, ne? Ich zeige euch, warum Magier so gefürchtet sind. Was muss euch erschweren? Daniel eigentlich. Jan, bist du bescheuert im Kopf? Was jetzt? Anders ist unterwegs. Gut, dass sie vielleicht nerven. Okay, dann mache ich jetzt den Cut schon. Ja.